Was geht ab, meine Freunde? Wir sind zurück mit dem Visaflow Empoleon Dragoran Team. Heute gibt es wahrscheinlich dann zwei Sets hintereinander mit diesem Team. Ich will wissen, ob das mit Dragoran jetzt funktioniert oder nicht. Ich bin ja großer Fan von Dragoran, aber ihr wisst, Hyperliga ist jetzt nicht so das perfekte Metier, sag ich mal, für das Ding. Und wir haben gleich eine Kavalanzas-Führung. Perfekt. Das freut mich doch sehr. Ja, Kavalanzas ist so eine Sache. Vor allen Dingen Kavalanzas Führung. Wie kann man denn diese Kavalanzas Führung am besten umgehen? Ich habe keine Ahnung. Mit einem Feuer-Pokémon starten, mit einem Machomai starten. Ich habe auch gestern ein bisschen mit Machomai rumprobiert und fand Machomai eigentlich auch ganz cool, um ehrlich zu sein, aber... Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Schlagbohrer. Okay. Also kriege ich hier noch eine Flora-Statue raus. Ich habe normalerweise hier eben auf meinen Konter rausgewechselt, aber ich spiele das Matchup jetzt mal so, dass ich einfach drin bleibe. Mal schauen, ob das funktioniert oder nicht. Bin gespannt. Ich könnte theoretisch schilden und dann gewinne ich das Matchup, glaube ich sogar. Vielleicht kriege ich dann sogar ein Schild des Gegners. Mal gucken. Mal gucken, vielleicht kriege ich jetzt sogar ein Schild des Gegners. Weil dann müsste ich dieses Matchup sogar gewinnen können. Ob dein Schild des Gegners? Schauen wir mal. Nope. Aber dann fahren wir einfach komplett runter mit Dragoran. Okay. Jetzt habe ich keinen Wechselvorteil mehr, aber das ist wie gesagt nicht ganz so schlimm. Jetzt kommt das Drift-CPD raus. Das schilde ich dann einfach nicht. Damit kann ich dann mit meinem Empoleon versuchen, noch ein bisschen was zu machen. Vorher versuche ich hier nochmal... okay. Kriegen Schild direkt. Das ist ein guter Schild für mich. Ja. Ja, Eissturm. Wird das Vieh machen? Natürlich. Es wird mich wahrscheinlich sogar komplett rausnehmen. Wenn nicht, ganz knapp überleben lassen. Ja. Ja, geil. Okay. Dann warten wir jetzt auf die Wechseluhr. Und dann holen wir Empoleon rein. Und dann versuchen wir mit Empoleon hier als Win Condition nochmal irgendwas zu reißen. Das wird aller Voraussicht nach ein Spukball sein. Ja, okay. Gut geschildert. Gut geschildert. Sehr gut geschildert. So. Dann hauen wir hier nochmal die Aquaobize raus. In der Hoffnung, dass das eventuell was wird. Okay, kein Schild. Ja, das ist jetzt natürlich ganz blöd. Ja, Kavalanzas mit Galagladi, Leute. Okay, ich muss hier versuchen, den Nahkampf abzufangen. 2, 3. Das ist jetzt aber kein Nahkampf, oder? Hat mein Gegner 2 rausbekommen? Ich glaube, der hat 2 rausbekommen, ne? Ah, ich habe mich verzählt. Der war schon bei 2. Oh! Wie blöd. Wie blöd, wie blöd, wie blöd. Ah! Das wäre mit einem guten Wechsel drin gewesen. Ich hätte da nur rauswechseln müssen. Ah. 1, 2. Es waren 2. Ja, doch, das waren 2. Ich habe ja meinen Borschnabel nicht ganz aufgeladen gehabt. Da muss ich 2 Kaskade raushauen oder 3. Ja. Ist das schade. Ist das schade. Okay. Aber da machst du nichts. Da machst du nichts, okay? Da bin ich selbst dran schuld. Das sind so Dinge, da muss ich dann halt in Zukunft drauf achten. 4, 5, 6. 7, 8. Okay. Gegner hat die Matschbombe bereit. Und ich glaube, wenn ich die Matschbombe schilde, sollte das hier auch wieder gewinnbar sein. Ja. Ja. Ich würde gerne ein Schild investieren ins Spiel. In der Hoffnung, dass mein Gegner jetzt auch ein Schild investiert. Gucken wir mal. Ob das aufgeht. Bitte Schilde. Schilden sie oder nicht schilden sie? Das ist die Frage. Okay. So, jetzt kommt vielleicht eine zweite Matschbombe. Aber die werde ich dieses Mal nicht schilden. Weil eine Matschbombe sollte ich knapp überleben können. Die Frage ist nur, erreiche ich dann überhaupt noch? Oh, das wird knapp. Anscheinend ja nicht. Toxiquark. Auch wieder ganz, ganz unangenehm.
Okay, wir können mit Dragoran runterfarmen. Das ist doch immer ganz okay. Und es kommt Empoleon. Ah, was ist das für ein Team des Gegners? Man weiß es nicht. So, wie gewinnen wir das? Wie gewinnen wir das? Orkan landen? Orkan landen ist immer gut. Was ist das? Skogro! Okay, okay, Skogro. Well. Skogro. Jetzt sieht man auch nicht allzu oft, ne? Das ist ein Leben Erdbeben. Das ist ein Nachthieb. Das ist ein Nachthieb. Das ist doch kein Erdbeben, oder? So schnell lädst du doch kein Erdbeben auf. Ja, ja, ich wollte schon sagen. So, kein Boost, das ist gut. Das ist jetzt wieder ein Nachthieb. Schilden runterfahren. Dann müsste ich selber die Aqua-Obizie gleich bereit haben. Und dann CMPen wir einfach gegen den Gegner. Und dann sollte das funktionieren. So. Wenn mein Gegner jetzt CMP gewinnt, okay. Aber wenn nicht, dann ist es jetzt ein Ladeattacken-Gleichstand. Das ist, wenn mein Gegner jetzt einen zweiten hintereinander einsetzt, dann ist das Scam. Und Niantic, ihr wisst, keiner mag Scammer. So. Okay, okay, wunderbar. Krass, mein Gegner hatte den höheren Angriffswert. Und mein Empoleon hat eigentlich schon recht hohen, oder? Mit 9? Mit 9 ist mein Angriffswert auf dem Empoleon sogar schon relativ hoch. Wow. Okay, Cavalanzas Führung beim Gegner, aber wir haben trotzdem gewinnen können, immerhin. War das erste Game heute? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Ich glaube, das war das zweite, oder? Ja, das war das zweite. Aber egal, Cavalanzas Führung, wir konnten gewinnen. Und eben war es... Nee, Toxic Quark war es. Die Cavalanzas Führung konnten wir nicht gewinnen. Jetzt gerade war es Toxic Quark. Eben war das Drift Zephili. Wo ich den Wechsel nicht gemacht habe, obwohl ich den hätte machen sollen, aber hätte Fahrradkette. Okay. Das ist... Ja, gut. Mein komplettes Team wird anscheinend von Rex Blizzard zerlegt. Okay. Das ist ein Problem, sage ich mal. Okay, wir kriegen hier einen präventiven Schild des Gegners. Boah, was mache ich denn hier? Das ist ja ein richtig schlechtes Matchup. Okay, wir kriegen einen zweiten raus. Den schilde ich jetzt nicht. Oh mein Gott, was ist das denn hier für eine Rex Blizzard? Ja gut, da mache ich natürlich nicht so viel gegen. Na, ah, würde ich mir jetzt irgendein anderes Pokémon an der Stelle wünschen. So, ich gehe mal davon aus, dass mein Gegner jetzt zum Energieball lädt. Das heißt, das Beste, was ich machen kann, ist jetzt den Energieball schilden. Hoffen, dass er nicht die 10% Drop-Chance bekommt. Sehr gut. Und dann holen wir uns ein bisschen zusätzliche Energie wieder. Okay, wunderbar. Ich glaube, ich habe das Maximale rausgeholt, was ich hier rausholen konnte an Energie. Das ist doch schon mal ganz praktisch. Okay. Und jetzt hoffen wir, dass da nicht ein Hardcounter kommt. Ein Hardcounter wäre ein Kampf-Pokémon. Schauen wir mal. Ich habe ganz viel zusätzliche Energie. Ich glaube, ich brauche 2 Kaskaden bis zu meinem nächsten Ladeangriff. Nee, sogar nur eine. Gengar. Ja, moin. Okay, Gengar ist cool. Bei den zwingen wir jetzt zum Schilden. Gengar wird sowas von zum Schilden gezwungen. Okay. Und dann gehen wir auf Dragoran. Dann kann Dragoran nochmal hier zeigen, wer der Boss ist. Einen Schild investieren und dann... Wahrscheinlich ist es nur die Finsterfaust, aber ich will nicht riskieren, dass es hier ein Spukball oder so ist. Ja, das ist nur die Finsterfaust. Ist in Ordnung. Alright, wir gewinnen 10 MP und dann können wir jetzt dieses Gengar nochmal rausnehmen. Bisher ganz effizient. Es kommt jetzt natürlich drauf an, was ganz hinten beim Gegner ist, aber bisher lief es eigentlich relativ effizient. Logok. Ja, moin! Offensives Team vom Feinsten beim Gegner. Was war das denn? Gengar, Logok und in der Führung Drex Blizzard. Oh, hoho, der Typ, der weiß auf jeden Fall, wie man offensiv spielt, ja? Der weiß, pam, 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 wie man nach vorne spielt. Nicht schlecht. Ja, aber so Drex Blizzard nimmt mein Team komplett auseinander, ja? Habe ich jetzt gar nicht beachtet. Lapras ist natürlich auch nicht so cool. Das heißt, da bin ich sehr drauf angewiesen, dass mein Gegner da vielleicht Fehler macht. Und wieder ein Toxic Quark. Toxic Quark wurde ein bisschen populär gemacht von diversen Streamern.
Ja, Toxic Quark ist nicht ganz so angenehm zu spielen, sag ich mal. Toxic Quark ist sogar recht unangenehm, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Toxic Quark. Ich schilde mal den ersten nicht. Okay. Dann hoffe ich, dass ich hier noch die Flora-Statue erreiche. Okay, das heißt, jetzt bekomme ich zumindest mein Schild. So. Und wenn nicht, ist es auch okay. Schauen wir mal, kommt da ein Schild? Kommt ein Schild und dann wechseln wir raus auf Dragoran. Oder holen wir uns hier ein bisschen Energie und schilden jetzt die Matschmumme. Ja, das Toxic Quark muss halt weg. Das ist klar. Und ich möchte noch ein bisschen Energie haben auf meinem... nicht Energie, ein bisschen KP. Und Lapras, okay. Dann zwingen wir schon mal Lapras raus. Das ist doch auch schon mal ganz okay. Schaffe ich den Orkan? Hallo? Okay, das war jetzt gerade wieder sponsored by Niantic. So, bitte lass mich den Orkan landen. Das wäre huge. Das wäre massiv. Hm, leider nicht. Okay. Dabei bekomme ich den Schild. So, und jetzt die Frage. Wie machen wir das? Wahrscheinlich hat mein Gegner jetzt schon die Schädelwumme bereit. Was dann natürlich echt kacke ist. Das wird jetzt eine Schädelwumme sein. Das ist halt blöd. Deswegen sollte ich eigentlich die Schädelwumme... Keine Schädelwumme. Okay. Keine Schädelwumme. Gut, das heißt, mein Gegner hat wahrscheinlich nur Eisstrahl drauf. Hat aber trotzdem jetzt relativ viel Energie. Das heißt, ich sollte mir so viel Energie wie möglich jetzt hier holen. So. Lapras, Leute. Lapras, Lapras, Lapras. Ist das... Warte mal, ist das schon der Kraftkoloss? Ich wollte gerade wechseln. Ich war mir aber unsicher. Ich kann bei Relaxo weiß ich nicht... Ah, nein. Oh nein, okay. Ich gehe ja schon raus, Bei Relaxo weiß ich halt leider nicht, wie das mit dem Zählen ist, ja? Da vertue ich mich hin und wieder mal. Ach, Toxic Quark, Lapras, Relaxo, okay. Zwei Tanks und dann nochmal Toxic Quark vorne. Ja, Toxic Quark ist auch cool. Das habe ich ja in der Superliga kennen und lieben gelernt. Das fand ich eigentlich echt ziemlich cool in der Superliga schon. Jetzt kann man das hier in der Hyperliga sogar noch so bis zum Maximum nutzen, weil 100er ist perfekt. Das passt genau auf die 2500 zu. Knapp drunter, glaube ich, aber... Ja. Ja, cool. Dragoran. Kann mir nichts Cooleres vorstellen. Dragoran-Führung. Ja. Moin. Okay. Ja, das war jetzt natürlich wieder richtig, richtig cool von Niantic. Das war jetzt hier... Richtig spaßig, das hat sich richtig hier gelohnt für meinen Gegner, der hat sich ja Energie bis morgen geholt. Sehr, 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 sehr cool. Ich muss jetzt hier schilden. Und wahrscheinlich hat mein Gegner den zweiten Rang bereit. Ja, cool. Absolut fantastisch. So macht das Spielen Spaß. Und jetzt kommt die Drachenklaue, die mich fast rausnimmt. Müssen wir gar nicht spielen, Leute. Müssen wir gar nicht spielen. Der Gegner hat so viel Schaden hier angerichtet. Führung gewonnen und dann noch das. Ja, super. Das war jetzt ein sehr, sehr gutes Set tatsächlich. Ja. Zwei Sets gespielt und auf der Stelle bewegt. Das ist die Go Battle League. Jo, wir machen einfach mal weiter mit Bisaflor in der Führung. Tangolos wäre vielleicht in dem Team auch eine Option, dann ist man nicht ganz so anfällig. Wobei, eigentlich schon. Ich wollte gerade sagen, dann ist man nicht ganz so anfällig. Wobei. Dann, ich glaube, Tangolos ist ein bisschen besser gegen Rexblizer als irgendwas andere, ja. Hm. Müssen wir mal gucken. Also, es wird noch wieder Zeit für ein schönes 4-1-Set oder so. Um schön hochzukommen. Sehr gut. Mach mal. Finde ich gut. Das ist nur die Führung, die will ich sehen. Sogar ein erwecktes. Okay. Wir landen die Flora-Statue, hoffentlich. Oder kriegen ein Schild des Gegners. Mahomai ist eigentlich gerade in der Führung ein sehr entspanntes Matchup für Bisaflor. Der Gegner muss hier einen Steinhagel landen, um mir ansatzweise gefährlich zu werden. Aber ich muss halt den Steinhagel nicht zwangsweise schilden. You know? Weil der macht, glaube ich, nur so knapp 50%.
Und Dragoran gegen Relaxo. Und Relaxo fängt an zu spammen, was er Zeug hält. Mein Vorteil ist, wie gesagt, ich habe einen Schildvorteil. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich sogar gucken, dass ich eventuell den Orkan auflade. Schauen wir mal. Ich werde definitiv probieren, den Orkan aufzuladen. Sehr schön. Ich glaube, das war ein Ladeattackengleichstand. Vielleicht kriegen wir jetzt also auch gleich den zweiten Schild des Gegners. So, gucken wir mal. Nee, aber der Orkan landet. Okay. Jetzt halt die Frage. Ich könnte theoretisch einmal schilden. Ich glaube, ich schilde sogar. Mein Dragoran hier. Und dann fahren wir einfach runter. Weil ich den Orkan gelandet habe, geht das jetzt sogar. Und... ja, Gengar. Gengar, Gengar. Nehmen wir. So, jetzt muss mein Gegner streng genommen die Drachenklaue schilden. Jupp, was er auch tut. Jetzt ist er in einem Bereich, wo halt auch die Flora-Statue schon fast ausreicht. Jetzt kann ich auf meinen Empoleon gehen. Okay. Ich sollte definitiv schilden. So, okay, es ist sogar der Spukball. Und dann wechseln wir direkt rüber und landen die Flora-Statue mit Bisaflor. Das ist jetzt... perfekt ist es jetzt nicht tatsächlich. Weil jetzt kann sich das Gengar hier eine Menge Energie holen. Aber nicht genug. Oh, okay, er muss sogar Energie ausgeben. Okay. Finde ich gut, finde ich gut. Viele Gengars heute wieder gesehen. Vielleicht muss man auch wieder Gengar auspacken? Na, Gengar ist halt so... Das wird jetzt zu krass gegen Relaxo. Da habe ich immer Angst vor. Man kann zwar Fokusstoß spielen, aber... Man braucht so viel Energie und Gengar halt jetzt... So in der Hyperliga ein bisschen mehr aus als in der Superliga und in der Meisterliga der Premier Cup, aber es überzeugt mich nicht so. Ich hab tatsächlich einen Gengar für den Premier Cup, Meisterliga Premier Cup und eigentlich ist es ziemlich gut gegen Metagross. Also vielleicht probieren wir es einfach mal aus. Ich habe nämlich schon eins fertig, ich hatte es mal getestet, aber ja, müssen wir mal gucken. Ich meine, eigentlich ist das schon ein cooles Pokémon. Auf Zeppeli. Boah, Drift Zeppeli ist ganz, ganz, ganz schlimm, Leute. Drift Zeppeli Führung. Ist aber auch ein echt cooles Pokémon. Oh, es gibt so viele coole Pokémon, aber es ist so teuer vom Sternstaub her, ne? Ist immer das gleiche Dilemma. Ich investiere hier ein Schild, weil es wie gesagt Eissturm ist. Weil ich muss Drift Zeppeli versuchen. Oh, okay. Ich muss versuchen, so viel Schaden wie möglich an Drift Zeppeli anzurichten. Und ich meine, ich habe schon 50%. Und mein Gegner hat gerade sein Elektro-Pokémon rausgeholt. Also, eigentlich ganz gut. Und selbst wenn ich bei minus 1 bin, das ist nicht mal so schlimm. Ja, selbst wenn ich jetzt, ja, wie gesagt, das ist in Ordnung. Aber je nach, also die Teamkonstellation des Gegners sieht eventuell so aus, als ob da noch irgendwo da hinten ein Bisaflor ist. Und das wäre nicht so cool. So. Mit mein eigenes Bisaflor draußen. Und wir fahren dieses Ampharos jetzt komplett runter. Ampuls. Okay. Wir fahren dich nämlich komplett runter. Oh, kriegt noch ganz knapp einen Angriff raus. Du kleiner Halunke. Du Schelm! Okay. Hand ist auf dem Wechselbutton. Empoleon muss jetzt carryen. Empoleon muss das carryen. Wir schilden nicht. Ich glaube nämlich, dass es ein Eissturm ist, weil mein Gegner jetzt perfekt rauswechseln kann. Sehr gut. Und es ist ein Kampf-Pokémon. Hm. Das ist nicht so cool. Das ist echt nicht ganz so cool. Ich meine, ich habe fast zwei Flora-Statuen aufgeladen. Das ist natürlich ganz nett, aber... Oh, nee. Das ist ein perfektes Konterteam. Der hat die perfekten Antworten. Nee, nee, nee. Das kann nichts werden. Vor allen Dingen... Ja, nee, nee, nee. Das kann nichts werden. Was machst du da?
Wenn der Gegner natürlich die Führung gewinnt und dann auch noch bei den Closern den Matchup-Vorteil hat, machen wir mal gegen Empoleon. Sometimes, what can I do? Mein Empoleon war in diesem Matchup komplett aufgeschmissen. Drift Zeppeli, Leute, Drift Zeppeli. Vielleicht sollte ich mir doch eins bauen. Ah, ich will aber eigentlich keinen Sternstoff mehr investieren. Vor allen Dingen, weil die Liga jetzt eh nicht mehr so lang geht und nicht, dass ich die nächsten Tage so das letzte Mal spielen werde. Das ist so immer das Dilemma, was man hat. Kennt der ein oder andere wahrscheinlich. Dann hebe ich mir das ganze Zeug lieber auf. Ich habe mir gestern einen Dialga rangeholt, endlich. Eins, was sogar halbwegs spielbar ist. 15... Wie viel war es? Warte. 15, 14, 13, glaube ich. 93er. Kann man wunderbar spielen. Werde ich auch definitiv nutzen. Also... Ja. Freut euch da auf jeden Fall auf Open Meisterliga Content. Ich brauche noch ein paar Sonderbonbons, aber dann spielen wir auch die reguläre Meisterliga. Oh, das war sehr riskant vom Gegner. 2, 3, 4. Es waren nur 4. Aber wenn das jetzt ein Logo-Kanonado ist, habe ich ein Problem. Das heißt, ich muss schilden. Okay. Ich habe wieder den einen vergessen, der beim Wechsel passiert ist, ne? So, jetzt kann ich aber komplett runterfahren. Lol. This is insane. So, ich krieg einen Borschnabel raus. Das war ganz gut. Das war ganz gut. So, Schild ist da. Hm. Ich schild mal nicht. Das überleben wir jetzt auch ganz knapp nicht. Schade. Ich hätte halt noch einen Borschnabel rausbekommen können. Na egal, hätte Fahrradkette. So, 10 P gewinne ich. Haben wir ja schon festgestellt. Das heißt. Da kommt die Matschbombe. Und mein Gegner schildert nicht. Was ist denn das letzte Pokémon? Wasser-Pokémon? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Ja, Houston, we have a problem, sag ich da nur. Houston, we have a problem, sag ich da nur. Oh oh. Oh nein! Okay, ich muss irgendwie gucken, dass ich an den Orkan komme. Oh, Eisstrahl, okay. Okay, komm, komm, komm. Ah, Mann, das ist so frustrierend. Es ist so frustrierend. Oh. Come on, man. Come on, man. Es ist super, super frustrierend. Das sind so die Niederlagen, die mich am meisten ärgern. Du verlierst einfach, weil der Gegner die perfekte Antwort auf dein letztes Pokémon hat. Das war so gut gespielt. Ja, keine Ahnung, warum der Gegner da zum Beispiel im Mirror rausgewechselt ist. Wahrscheinlich, weil er 10 MP verloren hat und das gesehen hat. Aber, oh Mann, du verlierst einfach, weil der Gegner dieses eine Pokémon hat, das du nicht sehen willst. Dieses eine Eis-Pokémon in der Meta. Oh Mann. Ich bin da echt ein bisschen traurig. Aber da machst du nichts. So. Wie kann es eigentlich sein, dass mein Gegner weniger Schaden genommen hat als ich? Obwohl er früher rausgewechselt hat. Ah, ich wollte schon sagen. Ja, das kann nämlich streng genommen nicht sein. Das kann eigentlich streng genommen nicht sein. Ich wollte es gerade sagen. Schaffe ich noch eine? Oh, schade. Ich dachte, vielleicht schaffe ich noch eine Drachenklaue. Dann warten wir kurz auf die Wechseluhr. Dieses Ampharos muss nämlich weg. Das ist ein ganz großes Problem für mein Team. So, Flora-Statue kommt. Und hoffentlich besiegt sie dieses Ampharos. So. Kein Schild, okay. Ich will eigentlich auch nicht schilden. Okay, es ist der Fokusstoß. Wechselbutton steht bereit. Okay.
Ist das gut? Eigentlich schon. Wir holen uns ein bisschen Energie. Und das ist... Das wird nicht die Blattgeißel sein. Das war erstens... waren zu wenig Rankenhiebe. Ja, ich wollte es gerade sagen. Okay. Lief doch ganz gut. Dann haben wir schon mal hier einen Angriff ganz gut abgefangen. So, Borgschnabel. Wie viel Schaden wird das so anrichten? Mit wie viel Schaden darf ich hier rechnen? Hoffentlich so viel, dass ich dann gleich runterfarben kann. Ich will doch keinen Shit investieren. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Ich hoffe, das ist nicht zu gierig. Okay, jetzt hat mein Gegner Probleme. Okay, was war da los? Angelos Vastalos? Anscheinend haben die Server gerade ein paar Probleme, weil das waren, sind ja die gleichen Fehler, die ich eben auch hatte. Oder? Sind das die Server? Ist mein Internet? Ne, mein Internet ist noch da. Anscheinend die Server, oder mein Gegner? Ja, keine Ahnung. Also ich finde es halt immer extrem bitter. Ja, gibt mein Gegner auch auf. Wegen den Connection-Problemen anscheinend. Ja, was soll man dazu sagen? Also, ich habe eben einen Kampf deswegen verloren. Jetzt gewinne ich einen. So, eine Hand wäscht die andere. Aber wirklich zufriedenstellend ist das natürlich nicht. Man wünscht sich natürlich einfach als Spieler, wenn man schon versucht, dieses Spiel so aufzuziehen, dass man zumindest eine vernünftige Serverqualität hat, die man den Leuten zur Verfügung stellt. Weil das, was man den Spielern aktuell anbietet, das ist schon ziemlich arm, wenn ich ehrlich bin. Also da erwartet man schon ein bisschen mehr. So, ganz viele Toxic Quark. Eine Menge Toxic Quark. Ich bin da echt am Überlegen, eventuell mit Galagladi zu leaden. Wegen diesen ganzen Toxic-Quark, dass wir die halt schön vernünftig auskontern. Und ich glaube, das ist auch nicht allzu schlecht, mit Galagladi einfach zu starten, oder? Ich meine, was spricht dagegen? Was spricht dagegen? Was spricht bitte schön dagegen? Keine Ahnung, aber mein Gegner wechselt hier raus in seinen Dragoran, finde ich gut. Und dann kann ich hier in meinen und eventuell seins komplett runterfahren. Wobei, das, ich glaube, das ist ganz knapp. Oh, das ist so gut gewesen. Merken wir uns. Das merken wir uns. So, und jetzt noch schauen, dass der Orkan irgendwie durchkommt, wenn es geht. Please. Und ansonsten kriege ich halt im schlimmsten Fall ein Schild. Was auch okay ist. Okay. Mein Gegner will anscheinend nicht irgendwie Schilde benutzen. Vielleicht findet der ja, dass das überbewertet ist. Kann ja gut sein. Weiß man ja nicht. Ja, aber streng genommen kann ich jetzt einfach mit Kaskade alles runterfarmen. Oder? Jo. Ich werde jetzt einmal schilden. Für den Fall, dass das die Schildwumme ist. Und dann farme ich einfach alles mit Kaskade runter. Jo. Das Toxic Quark ist jetzt auch relativ low. Da werde ich jetzt einen Angriff schilden. Eine Kaskade abfeuern. Oder zwei sogar. Und rüber. Jo. Sehr gut. Also das lief ganz gut. Jo, das lief ziemlich gut. Zwei Schilde beim Gegner. Die nimmt er ins nächste Spiel mit. Finde ich gut. Vielleicht auch zur nächsten Saison. Wer weiß. Vielleicht will mein Gegner in Saison 5 durchstarten, indem er dann halt in einem wichtigen Spiel dann zwei Schilde noch dazu nimmt und dann vier Schilde insgesamt hat. Ich glaube, so, das war die Idee von ihm, ne? Aber ja, was willst du machen? Ja, sehr gut. 2-3, 3-2 in diesem Video heißt wieder minimale Punkte-Climb. Aber wirklich zufriedenstellen ist das halt nicht, ne? Also, man will halt so ein 4-1. Weil beim aktuellen Punktesystem kommst du halt wirklich nur mit einem 4-1 wirklich hoch, ja? Mit einem 3-2 kriegst du halt 10 bis 15 Punkte. Das ist nix. Ja, das ist wirklich nix. Du musst halt, wenn dann schon wieder 4-1 gehen. Du kriegst dann auch für ein 4-1 nicht die Welt, wie letzte Saison, Ende letzter Saison, wo du halt 50 Punkte bekommen hast. Du bekommst dann vielleicht, wenn es hochkommt, keine Ahnung, auf jeden Fall weniger.
So, und jetzt muss ich mir Gedanken machen, was ich dann für ein Team spielen möchte in den letzten beiden Sets. Ich habe festgestellt, Galagladi in der Führung ist eigentlich ganz gut, weil sehr viele Leute Toxic Quark aktuell nehmen. Das heißt, wir reden einfach mit Galagladi. Und dann schauen wir, was sich da an sich gut anbietet. Galagladi, Empoleon plus X. Probieren wir es mal aus. Freunde, für heute soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben ist sehr, sehr gerne gesehen. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut und ciao. Euer Regi.